Guten Tag, mein Name ist Jürgen Scheurer, ich bin der Pressesprecher des CDU-Stadtverbandes in Waghäusl und wir erwarten hier heute im Pfarrzentrum in Kirlach den CDU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach und unseren Wahlkreisabgeordneten Olaf Gutting. Als Familienvater ist es mir wichtig, dass unsere Kinder in Freiheit und in Sicherheit aufwachsen. Deswegen stehe ich für klare Kante bei der inneren Sicherheit. Das bedeutet auch eine klare Begrenzung der Zuwanderung. Wir müssen bei den Herkunftsländern ansetzen, müssen Lösungen finden, damit die Menschen erst gar nicht ihre Staaten, ihre Heimat verlassen. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir einen klaren Grenzschutz haben. Wer ohne Papiere an die deutsche Grenze kommt oder an die europäische Grenze, kann hier nicht ohne weiteres ins Land kommen. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer kommt ins Land. Und hier ist es wichtig, dass wir einen guten europäischen Grenzschutz aufbauen. Nach der Begrüßung durch die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Ursel Scheurer wird unser Gitarrist von der Musik- und Singschule Alfredo Bonilla das Publikum zunächst unterhalten. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier in unserem schönen Kerlacher Pfarrzentrum und finde es klasse, dass Sie heute Abend noch zahlreicher als wir gedacht haben, zu uns gekommen sind. Wer kennt ihn nicht? Wolfgang Bosbach, bei Maischberger ist er gegangen und zur CDU Waghäusl kommt er heute Abend, um über die bevorstehende Bundestagswahl zu sprechen und vor allem auch darüber, was jetzt in Deutschland notwendig ist. Ich bin der festen Überzeugung, Europa muss auch seine Grenzen kennen. Ich halte es für einen kapitalen historischen Fehler, an einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union festzuhalten. Wo er die Schwerpunkte sieht im Wahlkampf und welche Themen ihm persönlich, aber natürlich auch dem Bundestagsabgeordneten Olaf Gutting wichtig sind. Ich weiß, dass andere das anders sehen, aber ich kann den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, nicht unterschreiben. Ich kenne überhaupt keinen Moslem, gegen den ich etwas haben könnte. Warum? Sondern wir haben noch nie dem islamischen Kulturkreis angehört. Das ist eine historische Tatsache. Wenn man sagt, der Islam gehört zu Deutschland, dann sind es ja wohl alle. Gilt das auch für den Islamismus, für den Salafismus, für den Wahhabismus? Ist die Scharia auch Teil unserer Rechtsordnung? Die Muslime, die in unserem Land leben, die friedlich und rechtsfreudig sind, um Integration sich bemühen, die gehören zu uns. Aber nicht der Islam in seiner Gesamtheit, ist nicht Teil unserer nationalen Identität. Und an dieser Stelle wird uns immer zugerufen, dass wir uns doch bitte nicht nur bei den Trennenden aufhalten sollten, sondern auch bei den Gemeinsamkeiten. Da hätte ich etwas, ein schönes Projekt, wo Christen und Muslime Hand in Hand für eine wirklich gute Sache kämpfen könnten. Wissen Sie, was toll wäre? Wirklich toll, wenn die Christen in islamischen Ländern genauso viel Religionsfreiheit hätten wie die Muslime. Am 24. September geht es um die Zukunft unseres Landes. Geben Sie uns Ihr Vertrauen, lassen Sie uns gemeinsam unser Land weiter voranbringen. Beide stimmen für die CDU und es wird gut.